Anfang als ich. Nicht einmal ihr. Ihr steht gerade vor dem besten Bergmann von Himmelsrand. Nicht eingebildet, auf jeden Fall. Erzählt mir etwas über die Mine. Dort ist alles voll von diesem rötlichen Nebel. Keine 3 Meter weit sieht man. Aber wenn man einen so guten Riecher für Eisenadern hat wie ich, ist das kein großes Problem. Roter Nebel? Möge die Straße die Törichten begünstigen. In Rotbauch lief alles bestens. Dann kamen diese verdammten Spinnen. Erzählt mir etwas über die Mine. Der Abbau von Eisenerz erfordert viel Kraft und spezielle gehärtete Werkzeuge. Ich habe allein in den letzten Monaten 5 oder 6 Spitzhacken verloren. Doch nun habe ich Felsenbrecher hier und kann mich wie mit einem heißen Messer durch Butter durch den Stein schneiden. Der okay. Abbau von Nein! Stopp! Dass sie die Dämmerwacht und spezielle gehärtete Werkzeuge. Nicht alle auf einmal. Oder so in der alten Festung wie in der Nähe von Rifton. Etwas finden könnt, ist mir ist vielleicht Rätsel. Sogar etwas für mich. Glück euch mir und leid. Euren Kindern. Die Mine ist zurzeit. Ich hoffe, ihr seid nicht hier, weil ihr in der Mine arbeiten wollt. Was stimmt mit der Mine nicht? Dort wimmelt es von Spinnen. Das stimmt damit nicht. Hätten Grogmar und mich fast getötet, als sie aufgetaucht sind. Ich fürchte, dass sie die Mine bald verlassen könnten, um nach Nahrung zu suchen. Dann stecken wir erst recht im Schlamassel. Die Stadtwache kann euch nicht helfen? Die sind so nutzlos wie das 5. Rad am Wagen. Haben mir erzählt, sie müssten Ausschau nach feindlichen Soldaten halten. Was bringt es denn, diesen Ort zu beschützen, wenn die Mine völlig unbrauchbar ist? Idioten! Ich kümmere mich darum. Ich sag euch was. Wenn ihr Wort haltet, fülle ich eure Taschen mit so viel Geld, wie ich auftreiben kann. Erzählt mir etwas über die Spinnen, die die Mine heimsuchen. Die haben sich da einfach eingenistet. Über Nacht. Und ich weiß gar nicht so genau, wo sie überhaupt hergekommen sind. Es ist noch niemand verletzt worden. Und sie scheinen in der Mine zu bleiben. Aber wer weiß, wie lange noch. Wenn wir nicht in die Mine zurück können, geht unsere Stadt zugrunde. Ich will nicht für euren Tod verantwortlich sein. Bitte seid in der Mine vorsichtig. Alles klar. Es sei einfach, mit Grogmar zu leben. Habt ihr mal gesehen? So, die Quest mache ich irgendwann noch. Keine Angst. Aber jetzt will ich immer noch in eine Stadt. Ah, hier kommt zwischendurch dieses Kacklager. Ich weiß bis jetzt glaub nicht wirklich warum. Immer schön mit der Ruhe, meine Freunde. Ja. Da ist einfach dieses Lager mittendrin, als ob es niemandem auffallen würde. Da unten ist einfach eine Stadt. Da oben kommt Riften. Und zwischendrin ist dieses. Dieses. Banditen-Kackding. Ich meine, juckt es denn keinen Sack? Das ist quasi die Hauptverbindung zu Riften, zu der next großen Stadt. Und Leute. Keine Ahnung. Scheren sich einfach gar nicht drum. Was ist denn mit den Leuten los? Im Mittelalter. Sind die am Arsch? Ja, Chrissy hat wirklich schon ein bisschen recht. Ihr übertreibt's gerade mit den Befehlen ein minimales bisschen. Ohne euch jetzt auf die Füße treten zu wollen, aber das nervt irgendwann echt. So. Oh, that's snipe! Muhahaha. Na? Wartet ihr auf euren Pfeil? Ich habe einen bereit für euch. Kommt mal her. Shit! Der war zu kurz. Der war allerdings ganz schön. Der Banditenräuber einfach. Was passiert hier? Was ist hier los? Stop it! Wo ist er jetzt hin? Oh shit!
Das war nicht. Ah! Hä? Kommt der denn her? Ist jetzt tatsächlich hier runtergelaufen, komplett? Hey, wie ich daneben schieß. Hallo? Wir spielen hier kein Versteckspiel. Hallo? Hallo? So nicht. So, die da drüben haben mich jetzt spätestens auch entdeckt. Das hast du ja schön hingekriegt, ey. Ich wollte es ganz, ganz schön so eine Nacht- und Nebelaktion machen, aber nein. Typ meint mir ja, er muss mir in die Quere kommen. Hei, hei, hei. Das geht ja gar nicht. Okay, jetzt warten wir ganz kurz, bis der andere sich beruhigt hat. Bis er nicht mehr weiß, wo ich bin. Falls er jemals mal aufgibt. Schließt sich das Auge heute auch noch ein bisschen? Ja, na also. Ich möchte euch doch ganz heimlich töten. Wo war er denn? Der gute Junge. Hallo, Schatz. Mein Schatz ist wieder auf Twitch angekommen. Huhu. Hallo, Bubu. Die Gegner haben sich jetzt irgendwie verdrückt, ne? Ich bin jetzt hier im Chat. Chrissy hat geschrieben, sie ist jetzt in Twitch. Hi, Chrissy. Da oben ist doch jemand, oder? Da kommt ein Kopf raus. Zock. Ja, ja. Alter, aber auf die Distanz treffe ich dann doch nicht mehr. Ganz im Ernst. Das ist ein bisschen arg viel verlangt. Oh, der war knapp. Bisschen mehr noch? Na, ah, ich glaube, da hinten hört es einfach auf. Oder? Bisschen mehr noch? Schleichen verbessert, alles klar. Nee. Ich probier's mal so. Hallo, ich bin hier hinten. Getroffen hat sie ihn auf jeden Fall mal und umgehauen. Aber er scheint irgendwie... Doch, doch, doch. Ja, jetzt komm halt endlich mal her, ey. Mein Kumpel. Hallo. Hä? Stopp. Halt. Hier bin ich. Du Idiot. Hä? Ja! Endlich! Ein Treffer! Noch einer! Hä? Was war mit dem Fall? Halt, halt, halt! Halt, halt, halt! Wo rennst du hin? Ich bin hier! Könnt ihr jetzt herkommen? Ich wollte euch abschießen. Die meine Pfeile verbraten. Für nix und wieder nix. Kann der... Das ist ja nicht dein Ernst. Hey. Die sind echt dumm. Boah. Okay, okay. Immer mit der Ruhe. Das kriegt man schon hin. Läuft der einfach da wirr rum, ey. Unfassbar. Aber da hinten stand noch irgendwo jemand, glaube ich. Ich gehe auf ein Schokoladenfestival und ins Schokoladenmuseum. Hör mein Herz. Soll das das heißen, Schatz? Hallo? Ich will jetzt nicht die Aufmerksamkeit von allen wieder auf einmal. Das wäre eigentlich echt geil. Aber das wird wahrscheinlich nichts, ne? Ich
Ich laufe jetzt mal hier hinten rum. Ich probiere mein Glück mal nochmal. Da muss jemand sein. Und da oben auch. Aber eher da. Halt, halt, halt! Nicht bewegen! Nicht so viel bewegen! Nein! Oh! Ja, okay. Ich gehe jetzt raus aus dem Sneak. Ich renne hier jetzt rum. Und dann wird mich ja schon jemand sehen. Jetzt renne ich da einfach mal rein. Ja, Schatz, ich kann verstehen, dass du dich auf die Schokolade freust. Oh, da steht einer. Der bös Schmied. Oh. Mit dem ist wohl nicht gut Kirschen essen. Trotzdem bös erwischt. Kritisch habe ich ihn niedergestreckt. Alter, diese Burg ist auch noch einfach riesig, ne? Oh! Dachte schon, der Typ lebt hier noch und, keine Ahnung, betet oder so. Ah, Häsliger. Ein richtig Häsliger. Oh Gott, hier oben ist, glaube ich, der eine Typ von vorhin. Ich schau mal. Hello? Nope. Ah, aber hier irgendwo habe ich wahrscheinlich mal ein bisschen hingeschossen, ne? Wo ist der Typ denn hin? Da müsste ich auch ein paar Mal rangeschossen haben, aber egal. Hello, hello? Ist er gegangen? Der Typ? War der jetzt der an der Schmiede? Den ich vorhin abgeschossen hat? Ah, da läuft noch jemand. Moment mal. Bam. Oh, nicht getroffen. Schade. Nix geschaffen. Schnaps gesoffen. Bam. Sehr, sehr schön. Oh, und diese Slow Motion macht's halt immer noch schöner, ne? Das ist einfach nochmal epischer, diese Kills dann. Ich liebe es, wenn das passiert. Hier geht's auf jeden Fall rein. Also das hier räuchere ich beim nächsten Mal definitiv noch komplett aus. Ich glaube, ich bleibe einfach hier oben stehen. Schöne Aussicht. Und beende an der Stelle einfach Skyrim. Und dann wird jetzt ein bisschen Minecraft gezockt. Bam! Würde ich doch sagen. So, machen wir das. Dann würde ich sagen... Die haben so einen komischen Check und dann sagen die immer dazu Schmiedel. Okay. Speichere ich jetzt. Und dann... Zack! Gehe ich direkt über zu Minecraft. Aber ich... Beend die Aufnahme an der Stelle und dann sieht man sich gleich wieder. Bis dahin. Ciao! Ah, ich hab den Stream nicht beendet. Scheiße! Ciao!